Percy Ernst Schramm, Historiker, 1929 bis 1970, Herzberger Landstraße 66. Percy Ernst Schramm. Percy Ernst Schramm, geboren am 14. Oktober 1894 in Hamburg, gestorben am 21. November 1970 in Göttingen, war ein deutscher Historiker. Leben. Schramm entstammte einer angesehenen und seit 1665 in Hamburg ansässigen Kaufmannsfamilie. Er wurde als Sohn des Rechtsanwalts und späteren zweiten Hamburger Bürgermeisters Max Schramm in Hamburg geboren. Nachdem er von 1914 bis 1918 als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, studierte er von 1918 bis 1922 in Hamburg, München und Heidelberg Geschichtswissenschaft. Er promovierte 1922 in Heidelberg mit einer Arbeit über Kaiser Otto III. 1924 erfolgte die Habilitation in Heidelberg. Sein zweibändiges, 1929 veröffentlichtes Werk mit dem Titel Kaiser, Rom und Renovatio brachte ihm den akademischen Durchbruch. Noch im selben Jahr wurde er Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Göttingen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1963 lehrte. Bei der Reichspräsidentenwahl von 1932 setzte er sich als Vorsitzender des Göttinger Hindenburg-Ausschusses für die Wiederwahl des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ein. Dem Nationalsozialismus stand er gespalten gegenüber. Rassismus und Antisemitismus lehnte er ab, doch bewunderte er Adolf Hitler für seine außenpolitischen Erfolge. Schramm war seit Mai 1934 Mitglied der Reiter-SA und trat im Mai 1939 in die NSDAP ein. In der Universität trat er in Uniform der Reiter-SA auf. Neben seinen umfangreichen historischen Arbeiten wurde er vor allem durch seine Funktion während des Zweiten Weltkriegs bekannt. Einerseits beteiligte er sich am NS-Projekt Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften, andererseits war er im Oberkommando der Wehrmacht, OKW, für die Führung des Kriegstagebuchs verantwortlich. Diese Funktion übte er als Nachfolger von Helmut Greiner aus, welcher aufgrund von Denunziation am 22. April 1943 seines Amtes enthoben wurde. Bis zur Kapitulation 1945 führte Schramm, anfangs noch mit Hilfe Greiners, das Kriegstagebuch des OKW, Wehrmachtsführungsstab. Nach dem Krieg übernahm er die Herausgabe des Kriegstagebuchs. Schramm wurde beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher am 8. Juni 1946 als Zeuge des Angeklagten Alfred Jodl von dessen Verteidiger Hermann Jareis befragt. Da Schramm Mitglied der NSDAP gewesen war, verlor er nach dem Krieg bis zur Entnazifizierung vorübergehend seine Professur. 1958 wurde er Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste, dessen Kanzler er von 1963 bis zu seinem Tode war. Er war auch Träger des österreichischen Ehrenszeichen für Wissenschaft und Kunst. Schramms Hauptinteresse als Mediävist galt der Erforschung der mittelalterlichen Herrschaftszeichen. Bekannt wurde Schramm besonders durch sein Konzept der Renovatio Imperii Romanum, welches er als eigentliche Triebfeder der Regierung Ottos III. Ansah. Schramms Sicht markierte wissenschaftsgeschichtlich eine bedeutende Wende in der Beurteilung Ottos III. Und war lange Zeit die herrschende Meinung. Erst Mitte der 90er Jahre ist ihm mit zahlreichen Argumenten widersprochen worden. Für seine Verdienste um die Hamburg-Forschung wurde ihm 1964 vom Verein für Hamburgische Geschichte die Lappenmedaille verliehen. 1965 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Sein Sohn ist der Osteuropa-Historiker Gottfried Schramm.